Willkommen zurück zum Let's Play Final Fantasy 8. Ich bin's wieder, euer Poison Blackie von der Pro Poison IP, und ich habe das letzte Mal geladen und dann habe ich mir meine Karten wieder besorgt und also dadurch wieder besorgt, da ich geladen habe und habe mir das Gerät besorgt. Das Lustige ist, hinterher war es kein Random Hand, denn dadurch hat sich Sam eher verbreitet als, ja, egal. Und das Lustige noch neben dran, also der Raum nebenan, da war ein Speicherpunkt. Und ja, jetzt machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Und wie ich vielleicht im letzten Part von Assassin's Creed gesagt hatte, das Gothic 3 wird sich noch verspäten, aber dafür habt ihr ja das Saints Row. Und das ist ja schon gestartet, wie ihr ja schon gesehen habt. Und ja. Was gibt's noch groß zu sagen? Eigentlich gar nichts. So. Und keine Level-Up, schade, Eisenkugel. Was ist da? Blitzgar. Blitzgar ist immer gut, würde ich sagen. Fünfmal Blitzgar. So. Und dann geht's weiter. Hier hin. Ist da jemand? Da ist jemand. Ist Karten? Ein Spiel für 200 G. Mal gucken, was wir für Karten haben. Wie man sieht, ist jetzt same Element. Nein, ne, Element hat sich verbreitet, nicht same. Christus, Diablo, Minotauros und Sekretor. Ein Neure. Ein Neure ist immer sehr ganz wichtig. Wie ich finde, ist das eine der wichtigsten Karten. Oder so. Wie man will. So. Oh, ich hatte nicht mal eine neue Karte. Was soll's? Hier, wie versprechen. Poison. Oh. Was gibt's beim zweiten Spiel? Oh. Na, gewinne ich was Tolles wieder? Das und vieles mehr erfährt ihr nach dem Duell. Wenn man so will. Oder ist Duell das passende Wort? Ich weiß es nicht. Whatever. So. Und das Handy meiner Mom klingelt. Warum auch immer. Ich könnte dich da hinsetzen, aber ich setze dich lieber da. Nämlich Pernola. Megapille. Einmal geht noch. Zumindest kann ich ja jetzt meine Karten aussuchen. Und das ist der Vorteil diesmal. Im Gegensatz zum letzten Mal, würde ich sagen. Oh, wow, er holt sich einen Bonus. Ach ja. Das war gefällt, würde ich sagen. So, dann setze ich halt dich dahin. Wendigo haben wir noch nicht. Naja, geht wieder von vorne los, wie scheint. So, gehen wir gleich weiter hoch. Da sind die Moombas. Waren, glaube ich, Moombas. Oder ich glaube, sie hieß Moombas. Sicher bin ich mir da aber auch nicht hundertprozentig. Und ja. Wie gesagt, meine Mom regt sich über SMS auf. Whatever. Also sind wir oben angekommen und das ist gut, würde ich sagen. Und ich habe ja diesmal was anderes aus dem Gebet, weil ich ja A gespammt habe, also X. Und ja, möchtest du Karten spielen? Da habe ich gesagt, Scheiß auf mein Leben und ja. Dann wurde ich befreit von den Mumbas. Bist du okay? Es war die Hölle.
Wir sollten erstmal raus hier. Nimm. Ha, mit Schwert in der Hand fühlt sich's doch gleich viel besser an. Wir sollten erstmal raus hier. Das habe ich doch gerade gesagt. Ihr kennt Laguna? Bist du nicht als Laguna schon mal hier gewesen? War ich nicht. Dann weißt du auch nicht, wie man hier rauskommt, Michael? Jedenfalls sind wir bisher immer nach oben gelaufen. Vielleicht müssen wir doch nach unten laufen. Es wird schwer sein, zurückzugehen. Durch den Alarm sind nicht nur die Wächter, sondern auch Monster überall unterwegs. Sag mal, Michael, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Damit. Wow, was zum Henker ist hier? Das ist das hier. Ein Kran, der die Einzelzellen von unten hinauf transportiert. Aha, das heißt, dieser Schacht geht direkt nach unten durch. Wenn wir hier einfach runterspringen, kommen wir irgendwann unten an, oder? Wir können es ja versuchen, aber diesmal ohne dein... Wow, ich kann mich erinnern. Dieser Kran müsste sich von oben von innen bedienen lassen. Ich erinnere mich, wie Wart das gemacht hat. Aber das Ding muss gleichzeitig an zwei Stellen bedient werden. Jemand muss bleiben und es von oben bedienen. Ja, Zellen, ne? Ich? Yep. Okay, schon kapiert. Ich werde von oben die Anweisung geben, also hinein mit euch. Ja. Ich will aber Zell nicht zurücklassen. Hier wird also der Kran gesteuert. Hey, hört ihr mich? Laut und deutlich. Und? Was muss ich machen? Drück auf den roten Knopf auf der Bedienungstafel direkt vor dir. Den Rest können wir hier... Okay. Ab nach unten. Und... Anscheinend sind wir angekommen. Hey, was machen wir nun? Ich sehe da drüben eine Tür. Und? Wir gehen mal dorthin. Ja, ich bin dafür. Sand? Zugeschüttet. Der Keller? Wie auch immer, wir können hier nicht raus. Was? Schüsse? Das scheint ziemlich bunt zuzugehen. Sal! Wir müssen schnell zurück. Ja, das nehme ich dir schon. Da sind sie, da drüben. Fast die Flüchtigen, lebendig oder tot. Mist, es sind zu viele. Wir müssen weg hier. Ich hab noch... Genau. Gut. Okay, Mann, schade. Dann wollen wir mal. Los, Sal. Ich setze dich ein, Sir. Schlaf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Das Messer ist schon scharf. Na? Ja, das Messer ist schon scharf. Egal. Dann halt kein Limit. Würde aber auch ein bisschen länger dauern dann der Kampf. Megapille und Poison und 2 AP. Das kommt davon. Stirb. Wo komme ich denn her? Ich habe nur kurz hineingelangt. Michael, danke. Was zum Loslassen? Lass endlich los. Ey, friss meinen Griff. Michael, Sal. Ihr scheint ja okay zu sein. Michael, lauf nicht alleine davon. Ist die Cell so wichtig? Oh Mann. Wow. What the fuck? Hunde Kacke. Wir kommen. Kommen und. Kamen runter? Boom. Hallo. Zieh keine Show ab! Wenn Irvi nicht so herumgetrödelt hätte, wäre alles nicht so schlimm geworden. Michael!
Maike lebt, ich wusste doch, dass Maike noch okay ist. Ja, so ist das. Sieh nur, du bist okay? Klare Sache, schließlich habe ich sie in Sicherheit gebracht. Was soll das heißen? Ich meine, mein Vater hat der Galbadia-Armee Befehl gegeben, mich hier rauszubringen. Und dann hat dieser Typ mich alleine herausgezerrt, obwohl er wusste, dass Maike und die anderen noch hier sind. Nein, das ist nicht zu glauben, oder? Sorry, ich gebe es ja zu. Deswegen sind wir zurückgekommen, um zu helfen. Nachdem ich gebettet und getobt habe. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Keine Chance, der Keller ist zugeschüttet. Natürlich, dieses Gefängnis ist gerade abgetaucht. Abgetaucht? Genau, dieses Gefängnis. Da sind sie, die Flüchtigen. Maike, nimm dir zwei Leute und geh nach oben. Wir kommen hier schon alleine klar. Nach oben? Keine Zeit für Erklärung. Der Ausgang ist oben, glaubt mir. Verstanden. Ich kann euch führen. Oh Mann. Dann kommt Zell mit. So, Austausch. Zell mit mir. Dann Renoir mit Christis und du. So. Obwohl. Ich werde das Pferd schon schaukeln. 9. Etage. Koppel. Wen hab ich jetzt? Ifrit Siren Diablos. Genauso soll es sein. Wen hat Zell? Kapunkel und Chiva. Ja, okay. Zauber. Habe ich nichts Besseres? Okay. Kann ich nicht einfach ein öffnen? Irgendwie ging das. Aber ich weiß nicht mehr wie. Na, gehen wir nach oben. So wie wir sollen. Hand eingeschlafen und kalt. Whatever. Da sind sie. Angel. Und da sehen wir auch mal die Angel-Kanone. Das Limit von Renoir. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wird wahrscheinlich, oder es wird kommen, laut Frankie, also logisch, das Gothic LP, das Gothic 1 LP. Das Intro hat er ja schon hochgeladen. Und die Parts wird er dann am Wochenende mal kommen. So, zumindest meinte er das. Eisenrohr, yay. Das klingt gut. Schatten gelernt. Yes, also. Ability. Okay. Draw brauche ich, Zauber eher weniger. Also kann ich da Schatten hin. So. Hey. Da ist der Typ mit den. Nee, doch nicht. Tupso. Nicht sehen. Weil jeder schon hat. Draw brauche ich auf jeden Fall noch. Zauber eher weniger. Okay, die Tür ist zu. Also. Ja. So. Schatten macht was sehr Schönes. Das werdet ihr gleich sehen, für die es noch nicht wissen. Wahrscheinlich kennt es ja einige schon. Schatten. Na gut, das heißt, wenn sie es überleben. Und. Boom. Wie gesagt, das heißt, wenn sie es überleben. Ah, okay. Das macht mehr Damage, aber es zieht mir halt ein bisschen HP ab. Was heißt ein bisschen? Es kann viel werden. Spätestens wenn ich 9.999 Leben habe. Das kann mich, glaube ich, sogar umbringen, wenn ich so
soweit ich weiß. Also sicher bin ich mir da gerade nicht, muss ich sagen. So. Und du nochmal? Der Finger. Dann mal den Multi von Michael. Also von mir. Korbspalter. Nochmal, um ordentlich anzugeben. Zack. Eisenkugel. Und hier war jemand? Kenne ich dich? 300 Geld. Okay. Du da oben. Und du da. So, kurz nachdenken. Ne? So, gewonnen. Nehme ich dich. Ein Spiel kostet 300. Naja, da hast du anscheinend nichts Besonderes. Whatever. Geht die Tür auch auf? Der Speicherpunkt. Achso, das war ja der Typ. Was? So, dann gucke ich mal kurz auf den Timer, was der meint. 3 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst konstruktive Kritik da und haut raus.